Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir. Es gibt mal wieder mit mir und der Franzi ein neues Aufbrauchprojekt sozusagen, beziehungsweise eine Challenge. Wir möchten wieder 100 Produkte in 2 Monaten versuchen aufzubrauchen, beziehungsweise mehr zu benutzen. Jeder hat sich so, ja, wie gesagt, 100 Produkte rausgesucht. Wir haben die jeweils dann gewogen. Jeder hat dann insgesamt auch eine komplette Grammzahl von allen Produkten. Wir hatten uns so gesagt, maximal 30 Proben, 5 Produkte, die weniger als halb voll sind. Also maximal, ich habe jetzt keine 5 Produkte, die weniger als halb voll sind. Ich habe Produkte, die jetzt mal ein-, zweimal benutzt worden sind. Aber sonst nicht. Ich habe insgesamt von allen 8.618 Gramm. Wie gesagt, von den 100 Produkten, die Proben, Basisätze und sowas zählt natürlich nicht mit, beziehungsweise die Masken auch nicht. Die zählen dann als Eimeranwendungen. Da habe ich 30 Proben, 20 Masken und 5 Badezusätze und das würde ich euch jetzt gerne alles zeigen, was ich da so mir rausgesucht habe. Bei den Proben mache ich es einfach jetzt durcheinander. Ich habe mir das zwar jetzt aufgeschrieben, aber das wäre jetzt so umständlich, das alles rauszufriemeln. Genauso wie bei den Masken und Badezusätzen, da habe ich jetzt keine bestimmte Reihenfolge, was ich da euch zeige, nur nachher. Bei den anderen Produkten habe ich mir ja die Grammzahl aufgeschrieben und das zeige ich euch dann auch genauer. Genau, also anfangen tun wir mit der ersten Kategorie und das sind Proben. Ich möchte nur vorab sagen, ich habe insgesamt 14 Kategorien und von jeder Kategorie sage ich euch dann auch immer wie die Anzahl, die ich mir rausgesucht habe. Wie gesagt, von Proben habe ich mir 30 Stück rausgesucht. Ich habe das immer in so einen Boxen getan, also hier sind 30 Proben drin. Die würde ich euch jetzt gerne zeigen. Ich muss mal gucken, wie ich das mache, wo ich euch das erstmal oder wo ich mir das erstmal hinlege, die ich euch schon gezeigt habe. So. Als erstes fangen wir an mit Rituals. Hier diesen Cleansing Foam. Hier sind 30 ml drin mit Moringa und Honoro. Und Holy Lotus. Dann geht es weiter von Biotherm. Eine Gesichtspflege Aqua Source. Eine Handcreme von Essence. So sieht die aus. Hier sind 25 ml drin. Blossom Scent heißt die. Die war mal aus dem Geschenkset. Nicht wundern, ich habe auch viele Produkte aus Adventskalendern. Beziehungsweise aus dem Adventskalender 2018 noch von Balea. Da fangen wir jetzt an mit Balea Duschpeeling. Hier sind 50 ml drin. Dann habe ich die Spülung, auch 50 ml. Dann geht es weiter von DKNY. Habe ich ein Duschgel. So sieht das mal aus. Das habe ich mal bei Douglas auch wieder zubekommen. Hier sind 30 ml drin. Dann habe ich aus dem Balea Adventskalender diese Highlight Cream. Mal gucken, für was ich das verwende. Hier sind 20 ml drin. Dann das Hand- und Nagelbalsam. Auch mit 20 ml. Dann haben wir hier eine Body Lotion von Balea. Mit Schneerosenduft mit 50 ml. Dann die Haarmilch mit Aprikosenkernöl, auch von Balea, 50 ml. Dann dieses Erfrischungsspray mit Rosenduft, hier sind auch 50 ml drin, genau dieses. Dann habe ich mir noch rausgesucht von Rituals, hatte ich auch irgendwie, ich glaube mal im Adventskalender von Rituals, dieses kleine Duschgel hier. So sieht das aus. Ritual of Ayurveda. Hier sind 30 ml drin. Dann geht es weiter mit einer Cremedusche von Balea mit Mandarinduft. So sieht das aus. Dann eine Hand- und Nagelcreme
von Lavera, also 2 in 1. Weiß gar nicht, wo ich die mal her hatte. Keine Ahnung. 20 Milliliter. Dann habe ich hier von Rituals noch eine kleine Body Cream mit 10 Millilitern. So sieht die aus. Das ist Ritual of Sakura. Dann habe ich von La Roche-Posay eine Gesichtspflege mit 3 Milliliter. So, diese. Dann von Neutrogena eine Body Lotion mit 15 Milliliter. So. Wie gesagt, ich möchte das halt mehr verwenden, aufbrauchen. Weiß ich nicht, ob ich schaffe. Keine Ahnung. Dann eine Weihnachtsfußcreme mit Mandarine und Zimt. Ja, wie gesagt, auch ein paar Weihnachtsdüfte, aber das ist mir relativ egal. Hauptsache, es geht oder wird leer. Dann ein Peeling G aus dem Balea Man Adventskalender mit Salicylsäure. Da weiß ich ganz genau, dass mein Freund das nicht benutzt, deswegen habe ich mir das genommen. Da ist es. 20 Milliliter. Dann haben wir hier noch Parfümproben. Einmal von Paco Rabanne. Da ist Pure XS. Dann von Jette. Dieses Yours, glaube ich, ist das. So sieht das aus. Dann von Mugler dieses Aura. So sieht das aus. Dann habe ich hier von Kenzo noch eins. Jeu d'amour. So. Von Hilfiger dieses Flower. Von Narciso dieses Rouge. So. Und dann habe ich hier noch ein paar so kleine Sachets. Einmal von Bio Vegan eine Gesichtspflege mit 1,5 Gramm für empfindliche Haut. Und dann von Dior eine Gesichtspflege, ein so ein Sachet sozusagen. Und dann habe ich hier eine Shampoo-Probe von L'Oreal. Diese nehme ich mit rein. Dann von Botanicals eine Stärkekur mit Koriander. Die möchte ich verwenden. Und von Santé habe ich hier jetzt noch eine Tonerde, Reinigung und Maske, ein so ein Sachet. Ja, genau, das ist für Eimeranwendung sowas. Genau. So, stelle ich mal zur Seite so ein bisschen. Also, das waren jetzt die Proben, 30 Stück an der Zahl. Jetzt kommen wir dann zu den Gesichtsmasken. So, ich muss nur mal gucken. So, Gesichtsmasken habe ich mir rausgesucht, 20 Stück. Ja, mal schauen, wie ich euch das am besten zeigen kann. Ich habe mir so 10 Tuchmasken, eine Augenmaske und 10 Crememasken rausgesucht. Also 9 Tuchmasken dann. Hier von Garnier diese Hydra Bomb Tuchmaske, Augentuchmaske mit Cooling Effekt. Dann die Crememaske von Chèvre, die Orientmaske, also 2 Anwendungen sozusagen. Dann die Aktivkohle Crememaske von Chèvre, auch die 2 Anwendungen. Dann von Balea die Vitaminmaske, auch die 2 Anwendungen. Dann von Dr. Van der Hoek, ich glaube, das ist aus dem Action, genau. Diese Big Fun Bubblegum, auch 2 Anwendungen. Dann von Cadavera, diese Pink Flamingos Zuckerwattemaske. Diese. Dann kommen wir jetzt zu Tuchmasken. Da habe ich mir rausgesucht, von Balea diese Blütentraumtuchmaske. Dann von Montagne Jeunesse diese Tuchmaske mit roter Tonerde. Auch mal was für unreine Haut, wenn ich haben sollte, beziehungsweise habe auch. Dann von Balea die Happy Macaron Maske. Die ist mit Blaubeerextrakt. Dann von Isar diese Tuchmaske Hydro Booster
Die mag ich eigentlich auch sehr gerne. Dann von Misha diese Green Tea Maske. Dann von Balea die Tuchmaske Lucky Moments. War ja mal so eine Limited Edition gewesen. Dann eine von Garnier, die Skin Active für müde Haut, also mit Lavendel. Dann noch zwei von Balea, einmal die Beauty Effect Tuchmaske, die mag ich auch sehr, sehr gerne. Und dann noch die Tuchmaske Calm Coco, das war ja auch mal so eine Limited Edition gewesen. Und genau, die möchte ich dann halt versuchen aufzubrauchen, verwenden, je nachdem. Dann habe ich mir 5 Badezusätze rausgesucht. Einmal von Tee bei TTZ eine Handvoll Vielfalt. Ich muss mal schauen, wie ich die verwenden werde, weil aktuell habe ich nicht die Möglichkeit zu baden. Dann Isana Pflegebad Orange, deswegen hatte ich mir auch nur 5 rausgesucht. Isana Cremebad Mandelblütenduft, das ging ja mal aus dem Sortiment. Und war ja auch mal so eine Limited Edition. Und 2 noch von Tee bei TTZ, einmal Schaumprinzessin. Finde ich auch sehr, sehr ansprechend. Und die Schauminsel nochmal von Tee bei TTZ. Genau, das waren ja auch so noch neueren Produkte sozusagen. Genau. Dann geht's weiter. Dann haben wir die Kategorien auch schon abgearbeitet. Jetzt kommen die Kategorien, wo ich euch dann auch die Grammzahl sage. Einmal fangen wir jetzt an mit Gesichtspflege. Da habe ich mir 2 Teile rausgesucht. Einmal von Balea. Die Gesichtscreme hier, Avocado und Honig. 24-Stunden-Pflege. Die hat ein Startgewicht von 148 Gramm. Und wir machen auf jeden Fall ein Update nach einem Monat. Beginnen tut das Projekt am 15. Juli. Am 15. August wird dann ein Update gedreht und am 15. September ist dann Ende. Ja, wie gesagt, die. Ne, pack ich hier gleich wieder rein. So. Dann von Nivea diese Essentials. Die habe ich aber schon ein bisschen verwendet und da sind jetzt noch 101 Gramm drin. Also insgesamt in dieser Kategorie habe ich 249 Gramm zum Aufbrauchen. Die Produkte bzw. die Behältnisse, wo das ja drin ist, wiegen ja auch, aber ich möchte trotzdem den Inhalt dann aufbrauchen. Also ganz auf Null wird man auf jeden Fall nicht kommen. Dann habe ich mir 2 Gesichtsreinigungsprodukte rausgesucht. Einmal von Neutrogena. Dieses hier, dieses Skin Detox, das habe ich auch schon verwendet. Aber jetzt noch nicht so oft, dass ich jetzt sage, das ist weniger als halb voll. Hier sind noch 156 Gramm drin. Und von Biore habe ich mir jetzt dieses Rosenquarz rausgesucht. Wie ihr seht, habe ich es auch schon ein bisschen verwendet, aber jetzt auch nicht so extrem, weil es sehr, sehr ergiebig ist. Hier sind 205 Gramm noch drin. Und als 6. Kategorie habe ich mir ein Gesichtspeeling rausgesucht, einmal, also ein Stück sozusagen. Und zwar von Balea, dieses Peeling Gel. Das mag ich sehr, sehr gerne und hier sind 88 Gramm drin. Das ist ja für normale Mischhaut, genau. Bei der Gesichtsreinigung habe ich einen insgesamten Wert von 361 Gramm. Und bei der Gesichtspeeling 88 Gramm, ist ja logisch, genau. So, dann geht's weiter. Dann habe ich mir in der Kategorie Haarshampoo noch was rausgesucht. Ich muss nur mal gucken, wie ich hier rankomme am besten. So, da geht's los mit Haarshampoo. 5 Stück habe ich mir rausgesucht. Da habe ich auch schon 2 in Anwendung gehabt. Oder in Anwendung. Einmal dieses hier von Garnier Fructis, dieses Coco Water. Wie ihr seht, ist es ungefähr bis hier so voll. Hier sind noch 206 Gramm drin. Dann habe ich, ich muss hier mal meiner Liste gehen, von Isana dieses Blütenkraft-Shampoo mir rausgesucht. Das ist ein Intensiv-Shampoo. Hier sind 398 Gramm drin, also eine gute Menge und habe ich noch gar nicht benutzt. Dann das Shampoo von Vegan Hair Desserts.
Diese Shia und Goji. Hier sind 292 Gramm drin. Auch noch nicht benutzt. Dann von Berlea dieses Hafermilch-Shampoo. So sieht das aus. Das habe ich jetzt einmal genommen bis jetzt. 271 Gramm. So, dann habe ich hier von OGX dieses hier mit reingenommen. Vanille und Scheiß-Weiß. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann, aber bis hier, wo mein Finger jetzt gerade ist, ist es schon benutzt. Aber hier sind trotzdem noch 342 Gramm drin. Das ist trotzdem noch eine sehr, sehr gute Menge. Und insgesamt ist es jetzt ein Wert von 1509 Gramm. Also eine gute, gute Menge, die man aufbrauchen kann. Beziehungsweise ich habe mir auch relativ große Sachen rausgesucht. Und ja. Und dann geht es weiter mit Haarspülung. Da habe ich mir auch 5 Stück rausgesucht. Nicht wundern, ich habe nicht immer die passenden Spülungen zu den Haarshampoos rausgesucht. Mir ist es eigentlich relativ egal, was ich halt für eine Haarspülung zum Shampoo benutze. Da fangen wir an mit Berlea. Beautiful Long. Hier sind 186 Gramm drin. Dann geht es weiter mit Isana Intensivpflege. 298 Gramm. Dann schauen wir 7 Blütenöle. 246 Gramm. Ich meine, ich kann euch auch gerne nochmal die Grammzahl denn, einblenden. Das ist kein Problem. Dann von Balea diese Aloe Vera Spülung. Hier sind 201 Gramm drin. Und welche ich schon einmal, ja, ich glaube einmal benutzt habe, ist hier von Butnicare, diese mit Hafermilch. Hier sind 170 Gramm drin. Genau, die hatte ich ja mal von der Franzi geschenkt bekommen. Ja, ich stelle das mal kurz hier alles rein. Dann habe ich hier gleich keinen Platz mehr, um euch das alles zu zeigen. Aber bei Haarspülung insgesamt habe ich jetzt einen Wert von 1101 Gramm. Ja. Ich möchte insgesamt versuchen, vielleicht so die Hälfte von der gesamten Zahl aufzubrauchen. Aber mal schauen, ob man das denn schafft, weil es doch eine riesen Menge ist, was ich mir da rausgesucht habe. Aber durch den Umzug jetzt habe ich jetzt auch festgestellt, dass ich mega, mega viele Produkte habe. Und auch wenn die jetzt angefangen sind, dann brauche ich die halt dann später auf. Es ist jetzt kein Muss, die unbedingt alle in den 2 Monaten oder in den 2 Monaten aufzubrauchen. Und ja, ich möchte halt mehr benutzen und mehr leer kriegen, dass die Schränke, wo ich das jetzt alles verstaut habe, nicht mehr so voll sind. Und ja, weniger denn nachkaufen. Es werden auch keine Hauls mehr folgen, denke ich mal. Ich werde nur noch das Nötigste dann kaufen, sowas wie Putzmittel und was man alles so braucht, aber ansonsten so ein Drogerie- bzw. Kosmetik, Pflege, sowas eher nicht, weil ich da wirklich eine Menge habe. Und für die 2 Monate wird es jetzt auch erstmal keine Beautybox geben, weil ich jetzt erstmal mich darauf konzentriere und ja. Genau. Weiter geht's mit Duschgel, da habe ich mir jetzt 10 Stück rausgesucht. Eine utopische Zahl, muss ich sagen, dazu. Aber wie ich eben schon erwähnt habe, möchte ich die dann halt mehr verwenden. Vielleicht wird auch was leer, das wäre schön. Aber ansonsten dann halt die anderen Monate wird dann halt mehr leer. Da beginnen wir einmal mit Isana Duschgel. White Like the Ocean, das hat 224 Gramm. Dann Farm Melon. Melon Mambo heißt das. Ist ein Duschgel mit Melonen- und Minzduft. 228 Gramm. So, dann gucken wir mal. Schon mal verwendet habe ich das von Dusch, das hier. Das Ich fühle mich gut gelaunt. Mit Rosenwasser und pinken Holunderblütenduft. 256 Gramm. Dann von Isana dieses Duschgel mit Mohnblume. Dieses hat 342 Gramm, also auch noch nicht benutzt.
Dann von Valea das Totes Meer Duschgel. So sieht das aus. Auch noch nicht benutzt. 289 Gramm. Von Duschstars eine Tube. Also Tuben mag ich auch sehr, sehr gerne. So sieht das aus. 227 Gramm. Ich fühle mich frei, heißt es übrigens. Dann von Balea habe ich hier noch dieses Dream Big. Das hat noch 343 Gramm. Dann blättern wir mal um. Dann habe ich hier noch von Palmolive das Glücksgefühl. Das ist ja auch relativ neu. So sieht das aus. Auch noch nicht benutzt. 288 Gramm. Dann von Isana dieses Tonerde Acai. So sieht das aus. Das ist ja eine Duschcreme. 227 Gramm. Und von Bilou habe ich mir noch rausgesucht, dieses Duschgel hier in der Tubenform. Tropical Kiwi mit 230 Gramm. Genau. Also habe ich in einen insgesamten Wert von 2654 Gramm für 10 Duschgel. Kann man mal machen, würde ich sagen. Ja, wie gesagt, ich möchte dann halt gucken, was ich davon mehr verwenden kann. Und ja, ansonsten wäre schön, wenn das aufgebraucht wird, aber für mich selber ist es kein Muss. Genau. Ich will halt nur den Bestand ein bisschen leerer kriegen. Dann habe ich hier noch eine große Box und da sind jetzt ist jetzt die Kategorie Deo drin zum Beispiel. Da habe ich mir 5 Stück rausgesucht und alle noch nicht benutzt, muss ich sagen. Da habe ich jetzt von Playboy das Play It Lovely. Das hat 118 Gramm. Dann habe ich von CD mir dieses hier rausgesucht. Reine Frische. Dieses hat 129 Gramm. Dann von Far, das ist ja auch relativ neu noch, dieses hier, dieses Fresh and Free mit Gurken- und Melonenduft, 121 Gramm. Dann habe ich mir noch von Dove auch ein neueres rausgesucht, beziehungsweise eine Limited Edition, das Sommerritual. So sieht das aus, das hat 124 Gramm. Dann CD habe ich mir noch eins rausgesucht, dieses Blütenmeer. Das hat noch 127 Gramm. Genau. Ich weiß jetzt zwar nicht, warum die zwei CDs, Deo-Sprays, unterschiedliche Grammzahlen haben, aber gut. Wie gesagt, ich habe die noch nicht benutzt. Dann habe ich einen gesamten Wert von 619 Gramm. Bei Deo, mal gucken, wie viel ich da aufbrauchen werde. Wie gesagt, mal schauen. Schauen wir mal ein bisschen zur Seite. Dann habe ich mir als öfter Kategorie Bodylotion rausgesucht. Da habe ich 5 Stück. Da habe ich jetzt einmal ein Tiegel von Nivea. Aus der Mix Me Reihe, diese pinke Version. 118 Gramm. Dann von Isana eine Body Butter. Das ist ein auch wieder ein Tiegel, sehr, sehr groß, in der Mango-Variante, 336 Gramm. Dann von Rituals Cleanse, das ist so eine Tubenform, so sieht das aus der Holi-Reihe, 109 Gramm. Genau. Dann habe ich mir noch von Duschstars eins rausgesucht. Da gibt es ja auch unterschiedliche Sorten von. Ich habe mir jetzt das Orangen- und Jasminduft rausgesucht. So sieht das aus. Verwöhnt heißt das. 233 Gramm. Und als letztes habe ich mir eine Sorte von Trackimmune rausgesucht. Hier die Körpermilch mit Grapefruit. 236 Gramm. Also habe ich einen insgesamten Wert von 1032 Gramm. So. Genau. So, dann geht's weiter. Dann habe ich die Kategorie Handcreme. Da habe ich mir 5 Stück rausgesucht. Anfangen tue ich mit der Isana Handlotion. Noch nicht benutzt. 172 Gramm. Dann von Balea die Camille Handcreme.
So sieht die aus, 113 Gramm. Auch noch nicht benutzt gewesen. Dann von Balea die Aroma-Handcreme Kokos und Lavendel. Die hat noch 83 Gramm. Dann von Balea die auch die Aroma-Handcreme Pfirsich und Vanille. Die habe ich allerdings schon mal benutzt und die hat noch 79 Gramm. Und eine Handcreme aus dem Action mit Banane. So sieht die aus. Die hat noch 87 Gramm. Also habe ich einen insgesamten Wert von 534 Gramm. Auch eine ganze Menge. So, dann haben wir noch zwei Kategorien. Und dann haben wir es geschafft. Als vorletzte habe ich Fußcreme. Da habe ich mir zwei Stück rausgesucht. Weil Fußcreme benutze ich zwar auch jeden Tag, aber die wird irgendwie nicht so schnell leer wie alle anderen. Da habe ich mir jetzt von Kermet diese Granatapfelfußcreme rausgesucht. Die hat noch 44 Gramm. Und dann habe ich hier schon angefangen, beziehungsweise mal von der Franzi auch schon benutzt bekommen, die Balea Fußbutter Lovely mit Minzöl und Blutorangenextrakt. Die hat noch 224 Gramm. Ich muss sagen, ich habe mal die Eimer schon verwendet und ich muss sagen, die ist eigentlich sehr, sehr reichhaltig und ja, die kann man eigentlich gut aufbrauchen, würde ich sagen. Da habe ich einen insgesamten Wert von 268 Gramm in der Kategorie. Und als letztes habe ich mir den Handseifen noch rausgesucht, drei Stück an der Zahl. Einmal die Schaumseife von Isana, Soft Violet heißt die. Die hat 308 Gramm. Dann habe ich mir noch von Isana mal aus dem Geschenkset diese Blossom Tea Handseife rausgesucht. Hier sind eigentlich 190 Milliliter drin, beziehungsweise sie hat 237 Gramm. Und als letztes schon mal benutzt, kann man auch sehen, dass sie bis hier so benutzt wurde schon, also nicht mehr als halb. Trotzdem von Balea die Lovely Peach Handseife, die hat noch 277 Gramm. Genau, also habe ich da auch einen insgesamten Wert von 822 Gramm. Für drei Handseifen ist das eine ordentliche Menge. Genau, das war jetzt so komplett alle 100 Produkte. Und ja, im August folgt dann ein Update und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich kann ja euch mal den Kanal von Franzi verlinken und ja, ich hoffe, euch, wie gesagt, hat das Video gefallen. Schaltet auch gerne bei dem Update rein und ja, seid gespannt, was ich so schaffe. Ich bin selber gespannt drauf und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!